Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute herzlich zu einem weiteren Teil unserer Point & Figure Reihe in der Lynx Akademie. Heute soll es um Unterstützungen und Widerstände gehen. Und ich bekomme gerade Feedback, dass der Ton noch geht. Das finde ich schon mal sehr, sehr beruhigend. Dass es also im Endeffekt heute wieder weitergeht mit Point & Figure. Unterstützung und Widerstände ist heute das Thema. Und zwar gibt es ein paar Sachen in anderen Chartarten, von denen ich finde, dass Point & Figure sie zumindest nicht ungeschickter löst. Am Mikrofon, ja, viele von Ihnen kennen mich ja schon. Mein Name ist Jörg Mahnert. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir es heute Abend, nach diesem wirklich wunderbar sonnigen Tag, dann hinter uns bringen. Gut. Ich muss allerdings vorher noch einen kurzen Rückblick geben. Das dauert wirklich nicht lange. Aber wir werden heute die Signale, über die wir hier gleich sprechen werden, auf jeden Fall noch brauchen. Ich denke, die meisten von Ihnen werden sich schon ein wenig mit Point & Figure beschäftigt haben. Aber trotzdem kann ja eine kleine Wiederholung nicht schaden. Viele von Ihnen wissen, dass Point & Figure gerastert aufgebaut ist. Und zwar in Form von Kästchengrößen. Das heißt also, es wird dann erst etwas Neues eingezeichnet, wenn ein gewisser Schwellenwert, nämlich das nächste Kästchen, erreicht wird. Einfaches Beispiel, Sie haben im DAX die Marke von 10.000 Punkten und erst wenn Sie die 10.200 erreichen, würde in der langfristigen Einstellung, es gibt natürlich auch kürzerfristige, ein neues Kästchen gezeichnet werden. Und das übrigens hier, Bezug nehmend auf das, was wir hier gerade sehen, in Form eines X, weil es sich ja dabei um steigende Notierungen handeln würde. Umgekehrt funktioniert die ganze Sache genauso. Sie zeichnen in einer Abwärtsbewegung erst dann ein neues O, wenn ein neuer Schwellenwert erreicht ist. Das heißt also, wenn der Markt wieder in das nächste Kästchen gefallen ist. Im Point & Figure ist ein Kaufsignal als Ausbruchssignal definiert. Das bedeutet, wenn Sie ein Kaufsignal vorliegen haben, müssen Sie also vorher schon eine Wegstrecke nach oben zurückgelegt haben und den Ausbruch können Sie ganz klar daran erkennen, dass die aktuelle X-Säule die vorhergehende um mindestens ein X überschreitet. Heißt also auf Deutsch, wenn Sie sich diese Grafik hier angucken, dann sehen Sie, dass die vorherige oder dass die aktuelle Säule um ein X höher ist als die vorhergehende. Auf unser Beispiel bezogen mit den 200 Punkten. Das ist übrigens realistisch. In der ganz langfristigen Einstellung hat die Kästchengröße 200 Punkte über 10.000. Das würde also hier schlichtweg bedeuten oder könnte bedeuten, dass die erste X-Säule, die Sie links sehen, bis in den Bereich zwischen 10.000 und 10.200 hinaufgegangen ist. Genaues können Sie jetzt im Nachhinein erst einmal nicht sagen, die 10.200 nicht erreicht hat. Die aktuelle Säule hat aber dann mindestens 10.200 erreicht, denn sonst wäre das letzte X nicht oberhalb des X der vorhergehenden Säule. Ich denke, Sie sollten sich auf jeden Fall merken, ein gerastertes Ausbruchskaufsignal. Das gleiche Spielchen gibt es natürlich auch bei einem Verkaufssignal. Sie sehen also, dass auch hier die aktuelle O-Säule, die für fallende Notierungen steht, um mindestens ein O tiefer sein muss als die vorhergehende O-Säule. Warum ich darauf nochmal explizit eingehe, werden Sie jetzt sofort sehen. Naja, nicht ganz sofort, erst in der übernächsten Folie. Hier kommt allerdings etwas, was die meisten von Ihnen kennen. Nämlich einen Candlestick-Chart. Ich habe also hier übrigens eine ganz, ganz hervorragende Seite, www.stockcharts.com, sehen Sie hier oben. Die bieten also sehr, sehr viele Charts völlig frei an und man kann sich da also wunderbar seine Charts zusammenstellen. Habe ich Ihnen hier mal den DAX mitgebracht und zwar stand gestern in der Candlestick-Darstellung. Und jetzt sehen Sie hier auch direkt zwei Trendlinien, eine grüne und eine rote. Beide Trendlinien haben ihre Berechtigung.
Das Problem ist bei der ganzen Sache nur, nach welcher Trendlinie richten wir uns? Dann gibt es natürlich auch noch handwerkliche Probleme. Wenn Sie in einem Candlestick-Chart arbeiten, ist es immer möglich, sich zu überlegen, wo läuft die Linie jetzt ganz exakt? Das heißt also, Sie wissen nicht ganz genau, nehme ich den einen Docht jetzt noch mit, dafür schneide ich aber zwei andere, nehme ich die zwei anderen nicht mit, dafür vernachlässige ich aber den dritten. Das ist dann so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl und da wird es immer ein bisschen schwierig. Ich bekomme hier gerade die Frage, ob es auch Stockcharts auch in Deutsch gibt. Also sicherlich, aber mir ist es leider nicht bekannt. Ich wette, ich kenne eine so umfangreiche Seite, mit, vor allem auch mit P&F, leider nicht in Deutsch, also mit der Chartdarstellung. Kommen wir also dann hier auf die Problematik des Fingerspitzengefühls nochmal zurück. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit. Also das mit dem Fingerspitzengefühl, das ist immer so eine Sache. Ich sehe es auch oft in anderen Chartdaten und ich bewundere dann auch die Kollegen dafür, dass sie dieses dann offensichtlich haben. Das Problem, zumindest bei meinem Fingerspitzengefühl, ist einfach schlichtweg, dass es tagesformabhängig ist. Das heißt also, da habe ich dann doch lieber ganz eindeutige Handelsanweisungen, die mir sicherlich nicht garantieren, das lege ich also sehr viel Wert darauf, dass jeder Trade klappt. Aber ich möchte klar definierte Parameter haben und ich möchte also bitte dann nur eine einzige mögliche Trendlinie in einer Chartdarstellung sehen und ich möchte eben halt dann auch exakt wissen, wann diese Trendlinie gebrochen ist. Denn das kommt natürlich jetzt gerade auch bei Candlesticks noch dazu. Ist jetzt das Unterschreiten durch einen Docht einer Kerze, ist das jetzt gebrochen oder nicht gebrochen? Schwierig, schwierig, schwierig. Wie gesagt, Bewunderung für die Kollegen, die das deutlich, Candlestick-Experten, wunderbare Sache, bin ich nicht. Ich habe mich auf P&F zurückgezogen, das jetzt mittlerweile nun auch schon seit, oh Gott, 32 Jahren. Gut. So, jetzt habe ich Ihnen gerade eine Chartdarstellung in Candlestick gezeigt. Übrigens, heute werden auch noch praktische Übungen am Live-Chart stattfinden. Also nur schon mal als Vorwarnung oder Vorankündigung. Hier habe ich Ihnen den DAX mitgebracht. In der Point-and-Figure-Darstellung. Da sehen Sie auch so ein bisschen das, was ich am Anfang erzählt habe. Das heißt, steigende Kurse, Notierungen werden in X-Säulen visualisiert, fallende durch O-Säulen. Und hier habe ich Ihnen eine Unterstützung eingezeichnet, und zwar eine trendfolgende Unterstützung. Natürlich bietet P&F, da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen, so wie jede andere Chartart auch horizontale Unterstützung / Widerstände. Aber in Anlehnung an die Trendlinien, die ich Ihnen im Candle-Chart gerade gezeigt habe, das gibt es natürlich im Point-and-Figure auch. Und zwar möchte ich mit Ihnen erst einmal über die Bullish Support Line sprechen. Es ist die Frage natürlich, ob man nicht bullische Unterstützungslinie, kann man als Begriff auch verwenden. Sie werden es aber in der Regel in der Literatur unter Bullish Support Line finden. Ich bin sonst kein Freund des Englischen, aber gut. Wenn Sie sich das hier angucken, hat es irgendwas mit 45 Grad zu tun? Und diese 45-Grad-Konstruktionen, die Sie heute noch verfolgen werden, haben Sie immer dann für die Halbeingeweihten nur, also in den meisten Point-and-Figure-Charts, und zwar in denen, die mit einem Dreier-Reversal dargestellt werden. Zur Erläuterung, ein Dreier-Reversal bedeutet, dass ich erst dann einen Spaltenwechsel hier machen kann, wenn ich mindestens drei Kästchen in Gegenrichtung habe. Das heißt also, wäre jetzt hier nicht, das sind 1, bitte die Zahlen mitzählen, 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen in Abwärtsrichtung. Hätte ich nur 2 gehabt, wäre ich also nur bis hier gekommen, wäre das überhaupt nicht eingezeichnet worden. Also erst ab hier wäre das sichtbar gewesen. Und in diesem Dreier-Reversal gelten die 45-Grad-Linien.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wie konstruiere ich jetzt eine Bullish Support Line in einem Point-and-Figure-Chart im Dreier-Reversal? Zuerst einmal muss ich ein Kaufsignal identifizieren. Sie erinnern sich an die Definition vom Anfang. Da haben wir gesagt, ein Kaufsignal ist dadurch gekennzeichnet, dass die aktuelle X-Säule die vorhergehende um mindestens ein X überschreitet. Das wäre also in unserem Fall in diesem Bereich. Hier hatte sich also schon ein Kaufsignal gebildet. Sobald Sie dieses Kaufsignal sehen, Sie brauchen also nicht warten, dass Sie noch irgendeinen anderen Auflagepunkt bekommen, wie es ja sonst beim Zeichnen in anderen Chartarten ist, können Sie also schon direkt loslegen, die Bullish Support Line einzuzeichnen. Hier habe ich Ihnen die Anleitung mal hingeschrieben. Sie gehen zur O-Säule, die vor der signalgebenden X-Säule liegt. Das ist die signalgebende X-Säule, denn hier liegt das Signal. Sie gehen einen zurück zur O-Säule, suchen sich das Kästchen unterhalb der O-Säule und haben damit Ihren ersten Punkt der Geraden bereits fertig. Und wir alle erinnern uns mit mehr oder weniger großer Begeisterung an den Mathematikunterricht in der Schule, wie nämlich eine Gerade definiert war, eine Gerade oder festgelegt wurde. Eine Gerade konnten Sie festlegen, indem Sie entweder zwei Auflagepunkte hatten oder einen Punkt und einen Winkel. Und diese Winkelkonstruktion nutzen wir hier. Sie gehen zum Kästchen unterhalb der O-Säule, das wäre hier, haben Ihren Startpunkt, und ziehen dann die Linie im 45-Grad-Winkel nach oben. Jetzt sind Sie mit mir sicherlich einer Meinung. Diese Anleitung hinterlässt keinerlei Interpretationsspielraum. Das heißt, wir haben fünf Analysten in fünf Teilen dieser Welt und sie werden immer die gleiche Trendgerade erhalten. Ich denke, das ist einsichtig. Auch für sich persönlich, Sie haben eine definierte Trendgerade. Jetzt ist natürlich die Frage, da muss doch irgendwo ein Haken in der Suppe sein. Also irgendein Nachteil muss ja etwas haben, was Vorteile hat. Das ist so. Also hier ist nochmal der Vorteil. Wir haben also eine eindeutige Konstruktion. Und wir kriegen unabhängig vom Analysten immer das gleiche Ergebnis. Also auch unabhängig von meiner Tagesform. Das hat aber einen Nachteil. Und zwar liegt das nicht an der Linie selber, sondern es liegt an der Rasterung von P und F. Ein Bruch der Unterstützung wird erst dann sichtbar. Übrigens habe ich den Nachteil, das Wort Nachteil, bewusst in Anführungszeichen gesetzt. Ein Bruch der Unterstützung wird erst dann sichtbar, wenn die Notierungen mindestens ein Kästchen unterhalb der Unterstützung liegen. Das heißt also in diesem Fall, wir kriegen auch hier wieder einen klar definierten Bruch. Das heißt, erst wenn wir diese O-Säule hier sehen, können wir von einem Bruch der Bullish-Support-Linie nicht nur ausgehen, sondern dann hat der stattgefunden. Das heißt, auch hier gibt es wieder keinen Interpretationsspielraum. Der Bruch hatte stattgefunden und damit sollte der Markt erst einmal weiter nach unten tendieren. Hat er dann auch gemacht, immerhin. Und kam dann hier, darauf kommen wir gleich zu sprechen, an der Unterstützung wieder zum Stehen. Das heißt, dieser sogenannte Nachteil ist eigentlich ein Vorteil. Der Nachteil mag sicherlich darin liegen, dass Sie noch einen Moment warten müssen. Also Sie können nicht einfach bei jedem leichten Touchieren der Unterstützung sofort sagen, ja stopp und fertig. Ob das wirklich ein Nachteil ist, ist die Frage, weil es wird ja gerne auch immer in der Nähe der Unterstützung herum ein wenig ein Hexentanz aufgeführt. Das heißt, Sie werden, wenn Sie zu schnell reagieren, eigentlich sehr, sehr oft fälschlicherweise ausgestoppt. Um dann sofort wieder ein Re-Entry zu finden, ist immer ein bisschen schwierig. So, jetzt ist die ganze Frage, jetzt habe ich Ihnen da liebevoll erklärt, wie man so eine Bullish Support Line konstruiert. Und die Frage ist, wofür ist das Ding überhaupt gut? Ich meine, ist ja mal eine Frage, wofür sind Unterstützungen und Widerstände überhaupt gut? Natürlich haben sie erstmal eine analytische Funktion. Ich kann natürlich dann sagen, ich rechne damit, dass der Markt an der Unterstützung zumindest erst einmal zögern wird, bevor er weiter fällt oder eben vielleicht auch wenn drehen wird. Das ist vielleicht für die Berufsgruppe des Analysten sehr, sehr schön.
Aber für den Trader hat's wirklich auch sehr vernünftige Eigenschaften. Ich gehe mal eben hier ein bisschen zurück. Ich will Ihnen das mal direkt zeigen. Sie können nämlich mit Hilfe der Bullish Support Line können Sie Ihr Chance-Risiko-Verhältnis verbessern. Ist natürlich ganz klar. Wir reden hier von Ausbruchssignalen. Ein Ausbruchssignal entsteht erst dann, wenn ein Ausbruch stattgefunden hat. Das bedeutet aber wiederum auch im Gegenzug, dass Sie von einem nächsten Stop relativ weit entfernt sind. Das heißt, wenn Sie hier kaufen, läge, wenn Sie die Bullish Support Line beachten, Ihr nächster Stop etwa hier. Das heißt, beim ersten O, also es würde sich ja eine O-Säule bilden, wenn er herunterfällt, unterhalb der Bullish Support Line. Das ist ziemlich weit weg. Logische Konsequenz, es bietet sich an für Sie, zumindest mit einem Teil der Position zu warten, bis sich ein Rücksetzer gebildet hat, der in die Nähe der Bullish Support Line führt. Und damit haben Sie Ihren Stop enger. Sie verbessern also Ihr Risiko, das heißt, Sie verringern Ihr Risiko und erhöhen gleichzeitig die Chance und steigern so natürlich Ihr Chance-Risiko-Verhältnis. Das ist wunderbar. Das steht auch oft in Büchern, heißt also, ein Einstieg an der Bullish Support Line ist zu bevorzugen. Ja, würde man auch immer gerne, wahnsinnig gerne machen, wenn er denn auch immer käme. Das ist ja immer das Problem, das ist ja immer der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und hier haben wir ein leuchtendes Beispiel dafür. Wenn Sie sich dieses Kaufsignal im DAX mal angucken, also wie gesagt, das handelt sich jetzt hier um den sehr langfristigen Chart, aber nichtsdestotrotz, man kann natürlich auch so etwas mit einem einfach zweifach gehebelten ETF traden. Und Sie sehen, dass wir hier im Bereich von 10.200 das Kaufsignal bekamen. Dann gingen wir bis über 12.200 nach oben, ohne auch nur in die Nähe der Bullish Support Line zu kommen. Also, es ist natürlich wunderbar, dass Sie etwas bevorzugen sollen. Das Problem ist nur, wenn Sie das Ausbruchssignal nicht traden, verpassen Sie oft solche Bewegungen. Meine Empfehlung, splitten Sie Ihre Position, dass Sie hier wenigstens mit der Hälfte der beabsichtigten Positionsgröße drin sind. Traden Sie damit den Ausbruch und die andere Hälfte können Sie sich ja vorhalten. Falls er hätte ja auch den Ausbruch machen können, noch einmal einen Rücksitzer bis zur Bullish Support, nehmen Sie die zweite Position dazu. Alles wunderbar, aber machen Sie es nicht nur nach der Theorie, wo dann immer steht, steigen Sie bitte erst nach dem Rücksetzer ein. Sie werden dann sehr, sehr oft sehr, sehr lange Moves einfach verpassen. Gut, das wäre also die Bullish Support Line. Ich fasse das nochmal ganz, ganz kurz zusammen. Ich bin nun einmal ein Freund von Wiederholungen, wie viele von Ihnen schon leidvoll erfahren haben. Aber ich denke, es prägt sich halt einfach besser ein. Die Konstruktion der Bullish Support Line ist relativ einfach. Sie identifizieren das Kaufsignal. Das Kaufsignal erkennen Sie daran, dass die aktuelle X-Säule um mindestens ein X höher ist als die vorhergehende X-Säule. Das wäre also hier der Fall. Das Ganze, was hier oben ist, den ganzen Kladderadatsch, den sehen Sie ja in dem Moment nicht und den brauchen Sie auch nicht für die Konstruktion. Wenn Sie das Kaufsignal identifiziert haben, nehmen Sie sich das Kästchen unterhalb der O-Säule, die vor der signalgebenden X-Säule liegt, und ziehen dann eine Linie im 45-Grad-Winkel nach oben. Das funktioniert in Point-and-Figure-Charts mit dem Reversal 3, sind in der Regel eigentlich Standard. Sinn der Bullish Support Line ist es, Ihnen einen klar definierten Stop zu geben. Das heißt, fällt der Markt nach unten und bildet mindestens ein Kästchen unterhalb der Bullish Support Line, können Sie davon ausgehen, dass Sie sehen, dass die Unterstützung gebrochen ist, verlassen Ihre Position. Hat den Vorteil, dass das schon ein bisschen Ihr Risiko vermindert. Sie müssen dann nämlich nicht bis zu einem expliziten Verkaufssignal warten. Gleichzeitig bietet Ihnen die Bullish Support Line auch bei einem Rücksetzer die Chance, einen hervorragenden Einstieg mit hervorragendem Chance-Risiko-Verhältnis zu finden. Das heißt also, Sie fallen auf die Unterstützung zurück,
Ihr Stop liegt sehr, sehr eng und Ihre Chance ist entsprechend groß. Ich denke, manch einer von Ihnen wird sich noch an die Kurszielberechnung im Webinar erinnern. Damit bestimmen Sie dann ja Ihre Chance. Gut. Das Gleiche geht natürlich auch mit Widerständen. Und zwar auch hier wieder ein trendfolgender Widerstand. So einen hätte ich im Moment auch gerade anzubieten im DAX. Denn wir hatten ein Verkaufssignal. Dieses Verkaufssignal liegt zwar oberhalb noch der Bullish Support Line, ist also deswegen nicht von hoher Gewichtigkeit, aber es ist auf jeden Fall vorhanden. Wenn Sie sich solch ein Verkaufssignal angucken, sehen Sie bzw. können Sie einen Widerstand einzeichnen. Und dieser Widerstand wird ähnlich konstruiert wie die Bullish Support Line, nur eben spiegelsymmetrisch. Sie identifizieren das Verkaufssignal. Das Verkaufssignal identifizieren Sie, die aktuelle O-Säule mindestens um ein O niedriger sein muss als die vorhergehende O-Säule. Das ist hier exakt der Fall. Bitte sich nicht an den Zahlen hier stören, das sind Monatsangaben. Das heißt also, dass die 5 steht für Mai. Das ist also wie gesagt ein sehr langfristiger Chart, funktioniert aber exakt in jeder Kästchengröße, was ich heute erzähle. Das heißt, das ersetzen Sie bitte mental durch einen Kringel, durch ein O. Also wir haben hier ein Verkaufssignal. Sie gehen zur X-Säule, die vor der signalgebenden O-Säule liegt, und nehmen das Kästchen darüber. Dann zeichnen Sie die Linie, Sie kennen es schon, ein Punkt und danach die Winkelkonstruktion. Sie zeichnen eine Linie im minus 45 Grad Winkel nach unten. Und dann haben Sie hier dann die Bearish Resistance Line. Das würde also jetzt bedeuten, wenn Sie jetzt sich entschlossen haben, aufgrund des Verkaufssignals hier short zu gehen, dann müssen Sie Ihren Trade so planen, dass Sie wirklich von der Positionsgröße her so lange drin bleiben können, bis die Trendgerade gebrochen ist. Also als anfänglicher Stop. Das heißt also schlichtweg, wenn Sie es ganz hart machen und mit einem sehr geringen Hebel arbeiten, können Sie im Endeffekt einfach Folgendes machen. Sie gehen in die Position hinein und bleiben so lange drin, solange Sie Notierungen unterhalb der Trendlinie sehen. Wenn es ein langlaufender Abwärtstrend ist, wird er sich hier entsprechend nicht so schnell darüber hinweg bewegen. Das heißt, da die Trendgerade fällt, haben Sie auch gleichzeitig einen nachgezogenen Stop. In der Praxis ist das manchmal schwierig, weil die Märkte hektischer geworden sind. Da kann es Ihnen passieren, dass es gerade bei Abwärtsbewegungen relativ flott geht und Sie dann einfach irgendwo sich hier ein Target setzen, wie im Bereich um 10.200. Weil da könnten Sie ja was Horizontales, da kommen wir gleich drauf, einzeichnen, einen horizontalen ehemaligen Widerstand, der jetzt wahrscheinlich Unterstützung ist, und dann entsprechend dort Gewinne mitnehmen. Aber von der Praxis her, Sie haben ein Verkaufssignal, Sie zeichnen sich die Bearish Resistance Line ein, wie besprochen nach dieser Anleitung hier, und setzen Ihren Stop beim ersten kompletten Kästchen oberhalb der Bearish Resistance Line. Ich denke, das ist auch klar geworden, hoffe ich. Und da Sie sehen auch hier wieder die klare Eindeutigkeit der Konstruktion. Das heißt, da spielt also meine Tagesform keine Rolle. Da spielt auch keine Dochte eine Rolle. All dieweil, das haben wir nicht. Nur, Sie müssen sich bewusst sein, es zählt als Bruch nur ein komplettes Kästchen oberhalb der Bearish Resistance Line. Genauso wie bei der Bullish Support Line, auch hier nur ein komplettes Kästchen zählt. Wie das genau in der Praxis funktioniert und wie einem die Software oder wie einem Software dabei helfen kann, zeige ich Ihnen natürlich gleich auch noch. So. Jetzt wäre natürlich die Frage, da gibt es ja diese Schoko-Keks-Werbung und was ist mit Tee? Was ist denn jetzt mit den horizontalen Unterstützungen und Widerständen? Viele Analysten sagen immer, das ist ja primitiv. Ich finde, mit horizontalen Unterstützungen und Widerständen lässt sich schon ein hervorragendes Trading-System aufbauen. Es gibt da einen Kollegen, der macht da
baut, hat das sehr ausgebaut, also nennt das dann Zonentrading. Gottes Kind muss halt einen Namen haben. Gut, schauen wir uns das jetzt hier mal an. Und auch hier sehen Sie übrigens wieder, weil wir eben nicht wie in einem Candlestick-Chart die diversen Dochte haben und massiven Schwankungen, sondern wieder diese klare Rasterung, können wir also unsere horizontalen Widerstände, die sich ja dann hier nach dem Bruch in eine Unterstützung verwandeln, und horizontale Unterstützung, die sich nach einem Bruch erst einmal in einen Widerstand verwandeln, einzeichnen. Sie sehen auch, das funktioniert hier wirklich ganz wunderbar. Durch die Rasterung erhalten Sie extrem viele Auflagepunkte, weil eben im Chart dann halt auch gerundet wird. Die Sache hat noch einen Vorteil. Sie können davon ausgehen, dass zumindest in Europa die Point-and-Figure-Leute nicht unbedingt die Mehrheit darstellen. Das wiederum hat den Vorteil, weil Sie ja gerundete Werte für den Einstieg haben, also Sie dann mit einem gerundeten Wert, weil das neue Kästchen ja erst erfüllt werden muss, also hier zum Beispiel bei dem Bruch, ne? Also er muss also unter 8.900 fallen, oder auf 8.900 fallen, Entschuldigung, Sie natürlich Einstiege haben, die nicht unbedingt jeder hat. Das heißt, Sie liegen mit Ihrer Order nicht unbedingt da, wo alle anderen liegen und werden sehr oft dann eben nicht abgefischt, wenn andere abgefischt werden. Das ist natürlich auch ein angenehmer Nebeneffekt, aber das ist nur eine kleine Draufgabe. So, jetzt möchte ich Ihnen das gerne ein bisschen in der Praxis zeigen, wie man damit also relativ schnell sich seine Linien einzeichnet, dann auch sofort bestimmen kann, wie das Chance-Risiko-Verhältnis aussieht und eben halt auch sich dadurch das Trading und beziehungsweise auch das Investment ein wenig vereinfachen kann. Dann gucken wir mal. Ich gehe jetzt mal auf Bullseye Broker. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt kurze Frage an die Teilnehmer. Kann man im Moment den Chart sehen? Also praktisch jetzt die Chart-Software, weil ich halt gerade hier schwitze. Ah, prima. Das finde ich sehr lieb. Vielen Dank für die Antwort. Also wir sehen den Chart und dann können wir uns direkt dann mal hier auf die Frage auch stürzen. Es war die Frage, kann man auch bei 9.800 eine waagerechte Linie setzen? Kann man, weil sie ja hier auch dreimal getestet wurde. Allerdings würde ich diese hier in der Gewichtung nicht so hoch nehmen, weil eben der letzte Auflagepunkt, weil die also sehr, sehr oft dann durchgehandelt wurde. Aber vom Prinzip her kann man es machen. Man muss natürlich aufpassen, dass man so ein bisschen guckt, wie weit sind die Auflagepunkte von der aktuellen Situation entfernt. Das heißt, also hier liegen die Auflagepunkte relativ nah, während hier die Auflagepunkte bei 9,8 relativ weit nach hinten liegen. Und hier wurde dann diese Linie ja sehr, sehr oft durchgehandelt. Das heißt, in der Gewichtung würde ich diese Linie nicht besonders hoch anwerten. Das Problem ist nämlich dabei, wenn Sie diese Regel nicht beachten, haben Sie hinterher unendlich viele oder unheimlich viele Linien, nicht unendlich viele, das ist natürlich Quatsch, oder recht viele Linien und dann sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal Folgendes. So, alle Linien weg. Und ich möchte Ihnen das jetzt noch einmal kurz, also heute weiß ich gar nicht, ob wir, aber wir haben ja bestimmt gleich noch Fragen, ob wir wirklich das Stündchen so richtig voll kriegen. Na, schauen wir mal. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell unterwegs. Also, weil das irritiert mich ein bisschen, dass wir gerade erst ein halbes Stündchen oben haben und schon an dieser Stelle sind. Aber das heißt ja nichts. Haben wir mehr Zeit für die Praxis. Hier habe ich Ihnen, wie gesagt, unseren DAX mitgebracht. In der sogenannten Chartkrafteinstellung mit 200 Punkten pro Kästchen, wie Sie hier sehen. Sie sehen, das wandert also immer um 200 Punkte nach oben. Und Sie sehen eben halt hier auch das Kaufsignal.
Stellen Sie sich bitte vor, Sie hätten den 15.01.2015. Ne? Also den ganzen Kladderadatsch sehen Sie nicht. Sie sehen hier ein Kaufsignal. Ein Kaufsignal sehen Sie deswegen, klar, ich weiß, wem hoffen, gehe ich Ihnen damit jetzt nicht auf den Geist mit den Wiederholungen, weil die aktuelle X-Säule die vorhergehende um mindestens ein X überschreitet. So, die Regel war, wir gehen zur O-Säule, das wäre diese hier, die vor der signalgebenden X-Säule liegt, gehen auf das Kästchen darunter und ziehen dann im 45-Grad-Winkel nach oben. Damit haben wir diese Linie fertig. Das heißt also, zur Erinnerung, wir haben den 15.01.2015. Wir sind bei 10.000 Punkten. Jetzt sollte bitte jeder Day- und Intraday-Trader mal kurz weghören. Wir gehen gleich noch zu kleineren Einschränkungen. Ich meine jetzt mal einen Positionstrader, der mit einem entweder einfach- oder zweifach gehebelten DAX-ETF arbeitet. Wie gesagt, gleich kommen kleinere Kästchengrößen. Das heißt, der Stop liegt für Sie jetzt hier bei 9.400 Punkten. Hört sich furchtbar an, 600 Punkte weit weg. Aber wenn man natürlich jetzt mal überlegt, reden wir hier von 6%. Das heißt, selbst wenn ich mit einem zweifach gehebelten DAX-ETF arbeite, würde ich hier einen Drawdown von 12% innerhalb der Position akzeptieren. Das ist, wenn ich eine Position mit 5 oder 10% im Depot gewichte, durchaus plausibel. Also es ist nichts mal was Furchtbares. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben aber gleichzeitig auch eine Kurszielberechnung von 12.900 Punkten, diese horizontale Zählung, die Sie da unten sehen. Wie man das macht, das ist in einem Webinar auch aufgezeichnet, bei Links verfügbar. Das heißt also, Sie sind bei 10.000, haben eine Chance rein rechnerisch auf 2.900 Punkte. Hat ja nicht ganz geklappt, aber das wussten Sie ja vorher nicht. Und Ihr Risiko beträgt 600 Punkte. Macht ein Chance-Risiko-Verhältnis von, rechnen wir das direkt mal aus, 4,83. Das heißt also, selbst wenn Sie diesem reinen Ausbruchssignal folgen, also mit der vollen Positionsgröße folgen, haben Sie ein mehr als akzeptables Chance-Risiko-Verhältnis. Jetzt wird ja gesagt, Einstiege an der Unterstützung sind zu bevorzugen. Wenn Sie sich jetzt mal Folgendes überlegen, er würde wirklich hier herunterfallen, das heißt, und Sie wissen ja schon vorher, wo die Linie dann verlaufen wird, nämlich bei 9.500 Punkten. Und Sie legen hier im Bereich zwischen 9.500 und 9.600 Punkten Ihren zweiten Kaufkurs. Und Sie würden wirklich hier einsteigen, dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis für diese Position oder für diese Teilposition, wenn Sie mal gucken, 100 Punkte auf der 100 bis 150 Punkte roundabout auf der Verlustseite. Sie sind aber immer noch mit dem Kursziel von 12.900 Punkten ausgestattet. Das heißt, wenn ich jetzt gerade richtig rechne, 500 plus 2.900, 3.400 Punkte, 3.400 Punkte zu 150 Punkten gibt auf jeden Fall ein fantastisches Chance-Risiko-Verhältnis. Es ist aber eben nicht so gekommen. Deswegen meine Empfehlung, im Ausbruchssignal mindestens mit der Hälfte der für diese Position vorgesehenen Größe zu folgen. Denn sonst gucken Sie der Sache ja hier nur noch hinterher. Gut. Jetzt haben wir also eine Bullish Support Line eingezeichnet. Und zwar die aktuelle, die wir im Moment zur Verfügung haben. Dann wieder ein paar kritische Anmerkungen zur Literatur. Wie Sie ja sicherlich schon mitbekommen haben, bin ich ja eher Praktiker. Und in manchen Sachen, die ich in Büchern finde, kann ich den tieferen Sinn nicht ganz erkennen. Da steht da zum Beispiel, Sie dürfen nicht bei jedem Kaufsignal eine Bullish Support Line einzeichnen, sondern nur bei Kaufsignalen, die signifikant sind. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist signifikant? Eine Definition ist, es ist das erste Kaufsignal nach einem Verkaufssignal. Das heißt also, wenn Sie jetzt hier mal gucken, dürfte ich das nach dieser Regel hier überhaupt nicht einzeichnen, weil ich hatte ja hier ein Kaufsignal, hatte zwar einen Rücksetzer, aber kein Verkaufssignal, hatte einen erneuten Aufschwung, kein neues Kaufsignal, hatte wieder einen Rücksetzer, aber kein Verkaufssignal und hier hatte ich dann wieder ein neues Kaufsignal. Das heißt, hier dürfte ich noch nach einiger Literatur keine Bullish Support Line einzeichnen.
Dann gibt es auch noch andere Definitionen. Ein signifikantes Kaufsignal ist ein Kaufsignal, das den Markt um mindestens 5% nach oben trägt. Ja, das finde ich besonders intelligent, denn das weiß ich ja vorher nicht. Ich meine, ich habe zwar jetzt hier eine Kurszielberechnung, aber das heißt ja nicht, dass es dann auch wirklich so kommen muss. Also exakt so kommen muss. Das halte ich also für völligen Blödsinn. Ich persönlich habe für mich einfach folgende Regel gezogen. Um einfach auch meine Trades planen zu können, setze ich eine Bullish Support Line an jedes Kaufsignal. Also immer an mein aktuelles. Und es gilt für mich auch erstmal nur die Bullish Support Line des aktuellen Kaufsignals. Also, denn es ist ja auch klar, wenn ich jetzt noch Jahre zurückgehe und jetzt hier bei allen möglichen Kaufsignalen, die jemals gebildet wurden, wie zum Beispiel hier oder da hinten, ne? Also jetzt überall Bullish Support Lines einzeichne, dann besteht mein ganzer Chart hinterher nur noch aus Trendlinien. Wirkt bunt, wirkt beeindruckend bei einer öffentlichen Analyse, aber ehrlich gesagt ist es analytisch dann eher Blödsinn. Gut, kommen wir dann jetzt, nachdem wir die Bullish Support Line gemacht haben. Moment, ich bekomme hier gerade eine Frage. Ja, beantworte ich. Ich schiebe es einfach direkt ein. Hier werde ich gerade gefragt, welche Parameter ich für P&F verwende. Also, das Erste, was ich mache, in der Regel verwende ich erst einmal eine Umkehr bei drei Symbolen. Das ist dieses Reversal 3. Das heißt also, es wird erst dann eine Spalte, eine andersfarbige Spalte gezeichnet, wenn mindestens eine Gegenbewegung von drei Kästchen stattfindet. Dann wird immer gerne gefragt nach der Kästchengröße. Ein kurzer Rückblick in die Vergangenheit. Ich habe mit einem sehr, sehr netten Herrn vom VTAD Nürnberg, der leider verstorben ist, der Manfred Dürschner, haben wir uns mal hingesetzt und haben uns einfach mal die Erfolgsquote bzw. eine Equity-Kurve, haben uns einfach mal ein Depot durchrechnen lassen, wobei ich sonst kein Freund von Backtests bin, mit verschiedenen Kästchengrößen. Also es ging um den DAX-Handel, es ging um den Dow Jones-Handel und es ging um den S&P 500. Und zwar einmal für den Positionstrader, den Swing-Trader, den kurzfristigen Trader und dann hatten wir es nochmal für Day-Trader probiert, aber das haben wir dann nicht mehr fortgesetzt, weil die Datenmenge einfach zu groß war. Und dann haben wir geguckt, welche Kästchengrößen brachten jetzt in den letzten 10 Jahren die besten Ergebnisse. Und haben dann festgestellt, dass die klassischen Varianten die besten Größen, besten Ergebnisse gaben. Unter klassische Variante verstehe ich einmal die sogenannte Chartkraft-Einstellung. Das heißt, die wird in Form einer Tabelle, weil als diese erfunden wurde, waren noch elektronische Rechner nicht so weit verbreitet. Ich kann Ihnen das mal kurz zeigen. Nein, das war es nicht. Sekunde bitte. Genau, da ist es. So. Hier habe ich Ihnen also einmal, so, hier für die Chartkraft-Einstellung. Die wurde also folgendermaßen definiert, die ist übrigens in Form einer Tabelle. Jeder, der aus meiner, selbst aus, der aus meiner Generation Ingenieurstudium hinter sich hat, wird sich erinnern, dass also sehr viele Sachen in Tabellen dargestellt werden, die man eigentlich vielleicht sogar erstmal auch in Prozent, da komme ich gleich auf die Frage noch zurück, auch darstellen könnte. Und da wird Folgendes gemacht, liegt der Basiswert zwischen 100 bis 200 Euro oder Punkten, Yen, weiß der Geier, vollkommen egal, ist die Kästchengröße 2. Zwischen 200 und 500 ist es 5. Zwischen 500 und 1000 ist es 10 und so weiter. Das heißt, Sie sehen, die Kästchengröße passt sich also in Form einer Tabelle an die Basiswertgröße an. Diese Einstellung ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut für den Investor und langfristigen Trader geeignet. War mir aber ein bisschen zu wenig dynamisch in manchen Situationen. Also habe ich hier noch die Bullseye Broker Einstellung gemacht. Die können Sie grob auffassen als die Hälfte
der Chartkrafteinstellung. Also die Kästchengröße ist immer halb so groß wie die etwa in der Chartkraft. Das stimmt nicht ganz, aber als Regel. Jetzt kommt die Frage. Hier wird also die Umkehr, habe ich bei drei Symbolen. Okay, also Reversal 3. Und man kann das natürlich auch in Prozent darstellen. Und da finde ich eine sehr, sehr brauchbare Einstellung, wenn man mit prozentualen Kästchengrößen arbeitet, was heutzutage ja in Form der Computer nun gar kein Problem mehr ist. Statt der Chartkrafteinstellung verwenden Sie eine Größe von 2%. Das heißt, wenn also immer vom aktuellen Kurs ist die Kästchengröße 2%. Und wenn Sie in den Swing-Trading-Bereich wollen oder in den kurzfristigeren Bereich, arbeiten Sie mit 1%. Wenn Sie noch kleiner werden wollen, 0,5% ist auch noch eine sehr gute Größe. Das mag auf den ersten Blick nicht eindeutig wirken. Aber wenn Sie sich überlegen, jede Chartart hat das. Ich muss ja meine Größe des Charts muss ich ja an meinen Zeitframe oder an den Zeithorizont anpassen, in dem ich arbeiten will. Niemand kommt bei einem Candlestick auf die Idee, in einem Intraday-Chart eine Wochenkerze zu berücksichtigen. Und kein langfristiger Investor kommt bei einem Candle-Chart auf die Idee, mit Minutenkerzen zu arbeiten. Das heißt, das, was in anderen Chartarten die Zeiteinstellung ist, ist bei uns die Kästchengröße. Vorteil ist natürlich auch, genau wie bei anderen Chartarten, es ist alles fraktal. Das heißt also, die Konstruktion dieser Linien bleibt immer gleich. Wenn ich also jetzt hier zum Beispiel einfach mal irgendwie, Moment, da ist es, hier mal auf Bullseye Broker wechsle, dann sehen Sie auch hier wieder im 45-Grad-Winkel eine entsprechende Bullish Support Line. Hier sehen Sie übrigens, dass hier eine längerfristige Bullish Support Line, ich ziehe das mal größer, durchaus zumindest mal kurzfristig. Sie sehen, hier ist die Bullish Support Line eingezeichnet und sie hat hier entsprechend erst einmal gehalten. Hier haben Sie die sogenannte Bullseye Broker Einstellung. Da stehen Sie im Moment aktuell auf 100 Punkten pro Kästchen im DAX. Hört sich wahnsinnig viel an, aber wenn man mal überlegt, wir sind ja nun doch recht deutlich unterwegs. Also wir sind ja nun deutlich schon über 10.000 Punkten, also 100 Punkte ist ja auch nicht mehr allzu viel. Die Konstruktion ist hier übrigens wieder genau die gleiche, deswegen nutze ich jetzt auch mal den Chart, um eine bearish Resistance Line einzuzeichnen. Wir sehen hier, erster Schritt, um eine bearish Resistance Line einzuzeichnen, müssen wir ein Verkaufssignal identifizieren. Na? Moment bitte. So. Und dieses Verkaufssignal können wir identifizieren. Das ist generiert worden am 4.6.2015. Bitte das Kursziel hier nicht beachten. Warum man da ein anderes Reversal verwendet, ist in dem Webinar, würde heute zu weit führen. Es ist aber auf jeden Fall ein Verkaufssignal vorhanden. Das heißt, weil ein Verkaufssignal vorhanden ist, kann ich jetzt wieder eine bearish Resistance Line einzeichnen. Das heißt, ich gehe zu dem Kästchen, das oberhalb der X-Säule liegt, die vor der O-Säule liegt, die das Signal generiert hat, und ziehe im minus 45 Grad Winkel nach unten. Das heißt, all das, was jetzt hier drunter passiert, ist Emission nicht bullisch. Das heißt, wenn er jetzt hier nochmal runtergeht und hier ein Kaufsignal bilden würde, ein Ausbruchskaufsignal, müssen Sie erst einmal davon ausgehen, dass das erste Kursziel genau an der bearish Resistance liegt. Das heißt, Sie müssen berechnen, lohnt es sich dann da überhaupt noch einzusteigen? Wenn Sie jetzt bei 11,3 einsteigen und Ihr Ziel liegt bei 11,6 und Ihr Risiko liegt irgendwo da unten, dann stimmt Ihr Chance-Risiko-Verhältnis nicht. Das heißt, Sie würden unterhalb des Widerstandes, gebildet in Form der bearish Resistance Line, gar keinen Trade eingehen. Weil das hindert Sie also automatisch daran, gegen den Trend zu handeln. Sind Sie unterhalb der bearish Resistance Line, ist der Trend erst einmal noch bearish. Und sind Sie knapp darunter, lohnt es sich in der Regel auf keinen Fall, dem Kaufsignal zu folgen, weil einfach die Chance zu gering ist. Das heißt, Sie würden dann also eher ein Hochlaufen nutzen, um einen besseren Einstieg in eine Short-Position zu finden, um Ihr Chance-Risiko-Verhältnis zu optimieren. Das Gleiche gilt natürlich auch wieder für eine Bullish Support Line. Sie würden versuchen, einen Rücksetzer zu nutzen, um eben halt günstig einzusteigen.
das, ich denke, das dürfte soweit klar geworden sein. So, natürlich gilt auch hier kann ich horizontale Unterstützungen und Widerstände einzeichnen. Allerdings ist natürlich auch klar, wenn ich mit kleineren Kästchengrößen arbeite, wird der Schad etwas weniger stark gerastert, also leicht verwaschen. Ist dann also manchmal nicht so einfach. Eine Notlösung ist dann eben, wenn Sie sich zum Beispiel das hier mal angucken, da könnten Sie also eine wunderbare Unterstützung einzeichnen, weil Sie ja 3 Auflagepunkte hätten. Und würden aber feststellen, dass das immer wieder hier gerne durchgehandelt wird. Das heißt, Sie hätten dann keine Unterstützung, sondern einen Unterstützungskorridor. Ist jetzt ein Bild aus der Praxis. In einem Buch hätte man natürlich was Schöneres genommen, aber Praxis ist ja auch mal nicht schlecht. Das heißt also für Sie, Moment, wenn Sie sich solche Unterstützung und Widerstände einzeichnen, dann sehen Sie auch im großen Bild, dass die schon doch eine gewisse Signifikanz haben. Und im Endeffekt finde ich aber fürs Trading und fürs reine Agieren, finde ich die Bullish Support Line, also die im 45 Grad Winkel nach oben laufende, und die Bearish Resistance Line, also die, die nach unten läuft, deutlich ertragreicher. Hat halt den Vorteil, dass Sie da schon einen Trend haben, dem Sie ja dann auch folgen. Machen Sie nicht den Fehler und zeichnen Sie alles Mögliche nachträglich ein, außer Sie sind gerade in einem Webinar und wollen etwas erklären und malen so vor sich hin. Denn dann werden Sie folgendes Optisches erleben. Irgendwo passt jede beliebige Linie irgendwann im Chart. Also konzentrieren Sie sich immer auf die aktuelle Situation. Sie sind jetzt hier am 13.02.2015 und zeichnen sich da Ihre Bullish Support Line ein. Ja. Ich gucke gerade, ich blende mal nach unten. Genau. Also um nochmal auf die letzte Frage zu sprechen zu kommen, zur Einstellung des Charts. Am einfachsten ist es, wenn Sie die Möglichkeit haben, die Chartkraft-Einstellungen zu verwenden oder die Bullseye-Broker-Einstellungen zu verwenden. Es hat den Vorteil, dass die Amerikaner, die eben P&F sehr lieben, auch diese Einstellungen sehr, sehr gerne verwenden, und dann haben wir schon einen gewissen Masseneffekt durch die Fondsgesellschaft. Eine sehr, sehr gute Näherung, falls das nicht möglich ist, also so nach dem Motto, nur dieses Programm ist hier allein selig machend, weil es das halt kann. Eine sehr, sehr gute Näherung ist für die Chartkraft-Einstellung die 2% Darstellung, für die Bullseye-Broker die 1% Darstellung, wenn Sie dann eben noch aktiver agieren wollen, 0,5%. Mal ganz unabhängig von Unterstützung und Widerständen. Versuchen Sie prinzipiell bei jeder Chartart erst einmal den großen Timeframe. Das heißt also, im Candlestick arbeiten Sie erst einmal mit Tageskerzen, ackern Sie sich gemütlich an die Verkleinerung Ihres Timeframes, das heißt also im P&F dann auch der Kästchengröße heran. Sie haben ja gerade gesehen, selbst in der Chartkraft-Einstellung, auf die ich jetzt noch mal kurz zu sprechen komme, mit den Linien, haben Sie gesehen, war es also ohne Probleme möglich, selbst mit einem zweifach gehebelten ETF eine durchaus tragfähige Positionsgröße zu ermitteln, die Ihnen eben halt auch, wenn es denn mal 600 Punkte nach unten geht, nicht das gesamte Depot auseinanderreißt. Sie müssen P&F gerade bei Unterstützung und Widerstände verstehen als ein Trading-Tool, das Ihnen hilft, Ihren Trade zu planen, sowohl einen guten Einstieg zu finden, als auch eben einen verträglichen Ausstieg. Was meine ich damit? Wenn Sie diese Linien jetzt hier nicht eingezeichnet hätten und Sie würden hier einsteigen, können Sie erst aussteigen, wenn Sie ein Verkaufssignal haben. Das heißt, das wäre auf jeden Fall nochmal 100 Punkte tiefer. Dann hätten Sie auch keinen zweiten Einstiegspunkt. Das finde ich ja auch extrem wichtig. Hier hat es halt nicht geklappt. Er hat es nicht zurückgesetzt.
mit einem hervorragenden Chance-Risiko-Verhältnis, aber hätten Sie die Linie nicht und dann würde das auch gar nicht gehen. Also das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig sagt es Ihnen, Sie sind noch im Trend. Ich habe die Frage übrigens gerade gesehen, kommen da gleich drauf zu sprechen, auf die Indikatoren. Es hilft Ihnen also, im Trend zu bleiben. Sie haben also einen nachgezogenen Stop. Gleichzeitig hilft es Ihnen auch, ganz klar zu erkennen, sind Sie jetzt in einem bullischen oder bärischen Trend. Denn wenn sich jetzt, wie gesagt, hier unten noch wieder ein Kaufsignal bildet und die bearish Resistance Line vom letzten Verkaufssignal liegt so weit, so eng über Ihnen, dass sie ihr Potenzial extrem deckelt, wissen Sie auf jeden Fall, dass es sich nicht lohnt, long zu gehen. Das heißt, es wird vermieden, innerhalb eines Abwärtstrends long zu gehen. Natürlich können Sie auch in einem Abwärtstrend long gehen, wenn dieser Abwärtstrend ziemlich weit weg ist. Stellen wir uns mal vor, der Markt, das will ich natürlich nicht hoffen, da stellen wir uns nur vor. Ich komme gleich auf die Fragen. Also ich lese mit, also im Chat, für alle Zuschauer. Ich mache das noch eben ganz fertig. Stellen Sie sich vor, der Markt würde jetzt wirklich hier massiv nach unten fallen und hier unten ein Kaufsignal bilden. Dem können Sie natürlich folgen, denn diese bearish Resistance Line ist so weit weg. Gut. Dann komme ich jetzt einfach mal auf die Fragen. Die Frage ist, gibt es beim P&F Indikatoren? Klassische Indikatoren gibt es nicht. Meine Meinung zu diesen klassischen, mit den Anführungszeichen, zu diesen Indikatoren ist sowieso recht skeptisch. Denn oft entstehen diese Indikatoren ja einfach aus gleitenden Durchschnitten. Gleitende Durchschnitte sind ja im Endeffekt nichts anderes als eine Vereinfachung des bereits bestehenden Charts. Also an einem gleitenden Durchschnitt kann ich dann erkennen, dass der Chart steigt. Das ist im P&F nicht notwendig, weil Sie ja hier diese Säulen haben und diese Rasterung. Das heißt also, Sie sehen eigentlich immer den Haupttrend. Was wir allerdings haben, worauf ich sehr, sehr, stolz ist Blödsinn. Also worüber ich mich sehr, sehr freue, dass wir das haben, ist ein sogenannter externer Indikator. Ein Indikator, der nicht aus dem Kursverlauf gebildet wird, sondern zusätzliche Informationen einfließen lässt. Und zwar ist das der Bullish Percent Index. Ich glaube, da habe ich heute auch in meinem Video drauf rumgeritten auf xundo.info. Dort wird nämlich das Verhältnis der Aktien in einem P&F-Kaufsignal zu allen Aktien des betrachteten Index gewertet. Das heißt also, das bedeutet also schlichtweg, ich mache es mal auf den DAX, obwohl das jetzt gerade bei der geringen Datenmenge, oder ich nehme S&P 500, Sie haben 500 Werte in diesem Index, und Sie sehen auf einmal einen Anstieg der Aktien im Kaufsignal, sagen wir mal von 100 auf 120, nächsten Tag auf 130. Das heißt, diese Prozentzahl steigt. Das muss noch nicht mal bedeuten, dass der Index jetzt schon massiv steigt. Er wird ein bisschen steigen, aber stellen Sie sich mal vor, dass jetzt die Schwergewichte immer noch weiter fallen, aber die ersten kleineren Werte des Index bereits wieder steigen. Im DAX wäre das dann ganz extrem. Also ich sage jetzt mal, wenn früher eine Siemens halt nicht stieg, dann konnte man den DAX komplett vergessen. Da konnten alle anderen machen, was sie wollten. Aber das zeigt Ihnen aber trotzdem, dass Kaufinteresse in den Markt kommt. Das heißt, Sie sehen also sehr, sehr früh mit diesem externen Indikator, können Sie nämlich folgern, wie sich wahrscheinlich der S&P 500 insgesamt in der nächsten Zeit verhalten wird. Halte ich für sehr, sehr interessant. Ruhig mal auf xundo.info gucken zum Thema Bullish Percent. Und auch, da gibt es auch schon bereits ein Webinar zu. Dann wäre hier eine Frage, wie viel Prozent beim der Bullish Support Line soll man denn beim 2-Punkte-Umkehr? Das machen wir jetzt einfach mal. Man soll ja nicht immer nur so rumtheoretisieren. Es ging nämlich um die Frage, wenn ich jetzt also Umkehrkästchen 3 habe, waren es 45 Grad. Da habe ich ja heute massiv drauf rumgeritten, weil ich das auch für klar definiert halte. Wenn ich aber mit einem Zweier arbeite, was ich jetzt hier einfach mal mache, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich versuchen, mich an die Kästchen hier anzuschmiegen. Jetzt zeichnet der hier allerdings immer noch im 45-Grad-Winkel. Das habe ich mal so eingestellt. Also da können Sie völlig frei sich an die Kästchen anschmiegen, werden in der Regel auch sehr oft mit 45 Grad gute Ergebnisse erzielen. Aber vom Prinzip her gilt dort die strikte 45-Grad-Regel nicht mehr.
mag ich ehrlich gesagt nicht so. Die Schadsoftware, die ich hier verwende, ist Bullseye Broker. Die wird aktuell, das ist die Version 4.0. Es gibt auch jetzt mittlerweile eine 5.0, die ist aber meiner Meinung nach nicht zwangsläufig besser. Also vorsichtig formuliert meine ich das wirklich überhaupt nicht. Also die 4.0, gucken Sie mal auf zunde.info, können Sie mal mal kurz gucken auf xundo.info, aber das zeige ich Ihnen gleich noch. Sie können, darum geht's mir nicht, ich will Sie jetzt nicht alle auf der Webseite haben, natürlich will ich das schon, Sie sind herzlich willkommen, bitte nicht falsch verstehen. Sie kriegen gleich aber noch eine E-Mail-Adresse, wenn Sie noch Fragen haben, also dann, dass ich die Ihnen vernünftig beantworten kann. Und dann kann ich Ihnen auch, schicke ich Ihnen auch gerne die Links zu, ich habe schon recht viel erklärt und gemacht auf der Seite, sodass Sie da auch nicht ewig suchen müssen. Also das wäre mir schon sehr wichtig, also dass Sie es nicht falsch verstehen, ich mache jetzt hier keine dicke Werbeshow oder so. Darum geht es mir jetzt im Moment wirklich nicht. Gut, also ich wiederhole nochmal. Bei einem Dreier-Reversal ist die 45 Grad Winkel Pflicht. Bei einem Zweier-Reversal können Sie mit 45 Grad Winkel arbeiten, wenn das... Das ist übrigens eine sehr gute Frage mit Stockcharts, komme ich drauf. Wenn das möglich ist, sonst müssen Sie hier anschmiegen. Dann war eine interessante Frage zur Seite, die ich ja sehr, sehr favorisiere. Und zwar stockcharts.com, ob man dort auch zeichnen kann. Nein, also jedenfalls nicht im freien Bereich. Wie das im Pay-Bereich ist, kann ich jetzt im Moment nichts dazu sagen. Aber die zeichnen schon welche ein. No? Dann das, die haben das auch so ein bisschen mit dem Signifikanten. Das heißt, man kriegt die nicht immer... Aber wenn ich ganz ehrlich sein darf, es ist durchaus die Möglichkeit, Sie nehmen sich den Chart, drucken sich den aus und legen einfach im Endeffekt, das klingt jetzt furchtbar altmodisch, aber so habe ich P&F gelernt, und legen sich dann eben Ihr Lineal dort an und zeichnen sich das einfach mit der Hand ein, bevor Sie jetzt erst Geld ausgeben, um dann zu merken, macht keinen Spaß oder ist nichts für mich. Ruhig mal auf stockcharts.com gehen, kommen wir gleich nochmal drauf, und dann eben halt einzeichnen. Wie erkennt man Momentum? Tja, da sage ich mal vorsichtshalber, gar nicht. Also in Form eines Indikators gar nicht. No? Also sowas haben wir nicht. Wir haben keinen Momentum-Indikator. Da sehen Sie eigentlich im Endeffekt nur, Sie könnten dann ein Momentum eigentlich nur an der Schnelligkeit der Dynamik der Aufwärtsbewegung feststellen, indem Sie einfach hier mal gucken. Sie kriegen dann ja auch immer noch angezeigt, wann was ist. Problem ist nur, Sie müssen halt aufpassen, dass es dann nicht zur Vergangenheitsbetrachtung wird. Also aktuell, das Momentum in der klassischen Form, wie man es aus anderen Chartarten gibt, wird hier nicht angezeigt. Dann wechsle ich jetzt mal auf die Kontaktdaten. Das klappt aber jetzt nicht so gut. Wie heißt dort für P&F? Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Eine Sekunde bitte, ich kämpfe mal wieder ein bisschen mit dem Teilen, da bin ich ja immer so ein bisschen der Fachmann für. So, jetzt sehen Sie natürlich hier, wo ich mich, also das ist übrigens das Forum vom CC2 rumtreibe. Eine alte Computersendung. Ich gehe mal auf stockcharts.com. Mal wieder die Frage in die Runde, sieht man im Moment den Browser? Habe ich das richtig gemacht? Ah, vielen Dank. Ja, also man sieht den Browser. So, jetzt bin ich auf dieser Seite stockcharts.com, die ich sehr empfehle, damit Sie auch erstmal kostenfrei an Ihre P&F-Charts kommen. Sie wählen hier P&F-Chart und wählen jetzt erstmal hier irgendein Symbol. Ich nehme jetzt mal Dollar DAX. Zur Erklärung, Dollar steht immer für Index und DAX, okay, steht für DAX halt. Und dann kriegen Sie hier ein arbeiten können. Ach, das haben die jetzt geändert. Achten Sie bitte hier drauf. Das ist jetzt das Entscheidende. Chart Scaling. Da finden Sie als Method Traditional. Damit hätten Sie eine der traditionellen Varianten. Die wäre also vergleichbar wahrscheinlich mit der Bullseye Broker Einstellung. Und einem Reversal von 3. Sie können aber hier auch noch prozentual einstellen.
nehmen wir mal die 2.0. Das wäre das, ich glaube, es bezog sich auf die eine Frage von dem Herrn oder Dame, der eben die andere Schadsoftware hat. Und dann hätten Sie also schon ein recht Bild, was Sie ein bisschen mit der Chartkraft-Einstellung vergleichen können. Also da können Sie das einstellen. Ich gucke nochmal schnell beim Herrn, beim Andreas. Ist das soweit klar geworden? Also war das die Frage? Ah, prima, da freue ich mich. Das ist also, wie gesagt, also Stockcharts bietet sich dort an. Dann hier zum Einzeichnen, Sie sehen, die zeichnen also jetzt hier wirklich nur die signifikanten Bullish Support Lines ein, signifikant in Anführungszeichen. Das heißt also, wo sich das erste Kaufsignal nach einem Verkaufssignal gebildet hat. Ist aber, muss ich allerdings zugeben, meiner Meinung nach hat das mehr theoretischen Wert, weil sie einfach zu weit weg sind. Sie können mit dieser Linie hier oben keinen Trade planen. Deswegen meine Empfehlung, machen Sie Ihre Bullish Support bei jedem Kaufsignal, machen Sie Ihre Bearish Resistance bei jedem neuen Verkaufssignal. Dann blende ich jetzt nochmal fix meine Kontaktadresse ein. Verwenden Sie bitte, ich bin also in den letzten Monaten leider ein bisschen den Spam-Leuten, also irgendwo sind meine Adressen, das passiert halt, deswegen hier eine neue und tatsächlich dann auch Ihre E-Mails finde. redaktion@tradersecke.com. Bitte dort die Fragen hinstellen. Ich beantworte die gerne. Ich muss allerdings zu meiner Schande gestehen, dass ich morgen frei mache. Also das heißt, die Antworten würden dann ab Samstag erfolgen. Also dann bitte nicht sauer sein, wenn sich morgen dann noch nichts tut, wenn Sie jetzt eine Frage stellen. Mache ich also sehr gerne. Also bitte haben Sie da keine Scheu. Und immer dran denken, es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten und ich hoffe, halbwegs kluge zu geben. Hoffe ich. Klappt auch nicht immer. Ja, meine Damen und Herren, es war mir wie immer ein Vergnügen. Da sind wir jetzt auch schon mit der Zeit durch. Ich lasse meine Kontaktdaten hier noch ein bisschen stehen. Notieren Sie sich das bitte. Die redaktion@tradersecke.com. Auch da freue ich mich sehr über das Lob. Vielen Dank. Gerade im Chat reingekommen. Und würde mich sehr, sehr freuen, von Ihnen zu hören. Und ja, und wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Und falls wir uns nicht mehr vorher sprechen sollten oder mailen sollten, schon mal ein schönes, sonniges Wochenende. Ihr Jörg Mahnert. Bis dann. Tschüss.